Hallo, mein Lieben. Heute dachte ich mir mal, weil ich gestern überlegt habe, wie ist es eigentlich, wenn das Babyzimmer eigentlich mal komplett umgestellt ist? Also ihr kennt das Babyzimmer ja noch nicht so komplett, aber ich dachte mir heute mal, ich zeige es euch ein bisschen und ja, wir stellen es einfach mal um. Also ich dachte mir halt, dass wir den Wickeltisch und das Bett einmal tauschen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie es im Moment aussieht. Und zwar übrigens nicht das Chaos, bitte. Das ist einfach nur Babywäsche. Und das Bett und den Wickeltisch einmal tauschen. Nelly, sie? Ja? Wollen wir es einmal tauschen? Ja, also es einmal kurz tauschen. Also ist der Wickeltisch dann da hinten an der Wand steht, bei den Wolken und das Babybett hier. Ich kann mir das noch nicht so ganz vorstellen, aber ich werde das auf jeden Fall jetzt mal ausprobieren. Ich glaube, dass das Babyzimmer dann noch ein bisschen ordentlicher aussieht. Aber ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zusehen und ich würde sagen, wir fangen an. So, meine Katze hat sich schon mal bequem gemacht hier bei den kleinen Süßen. Die Kleinen sind übrigens hier. Tada. Oh, Alicia, du bist ganz zuckersüß, du bist ganz wunderbar. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem Wickeltisch. Ich baue mal eben alles ab, was hier irgendwie im Weg stehen könnte. So. Also bitte das Chaos einfach nicht beachten. Das ist einfach nur, weil ich shoppen war und jetzt einfach hier ganz viele Babysachen liegen. So, dann müssen wir einmal kurz den Maxi-Cosi Peppel wegräumen hier. Hier sind meine Motorradsachen noch. Damit wir das Bett hier hinstellen können einmal. So, jetzt steht das Bett einmal kurz hier mitten im Raum. Finde ich auch sehr schön, wirklich, wenn man hier reinkommt. Direkt das Babybett auch sehr schön. Nein. Ach, wie leer das ist. Ne? Schaut mal. Wie leer. Ja, also nicht wundern, die Stände sind auf jeden Fall weg noch. Also, wenn der Wickeltisch steht, sollte das kein Problem sein. Ich habe ein bisschen Angst um meine Wolken, dass man die nicht mehr sieht. Aber die hat man jetzt auch nicht so gut gesehen wegen dem Himmel. Also. Ja, mal sehen. Unser Wäscheeimer platzt auch schon wieder aus allen Nähten. Muss ich auch unbedingt wieder leeren heute. Aber wie gesagt, ich war halt shoppen und jetzt liegen hier überall Babysachen und hier liegt noch was rum und hier liegt noch was rum und ja. Alles Babysachen, hier sind auch noch Sachen, was wir geshoppt haben und das, hier sind noch Emils Sachen, einfach alles voll Babysachen. Ich würde sagen jetzt aber, schieben wir den Wickeltisch mal dahin. So sieht das jetzt aus. Also wie gesagt, das ist Chaos. Oh mein Gott. Ja, ich weiß nicht so recht. Ich bin irgendwie noch nicht so überzeugt, auch weil mein Windeleimer jetzt keinen Platz mehr hat. Also der passt da hinten auf jeden Fall nicht mehr hin. Und dann müsste er hier auf die Seite, aber hier habe ich auch schon gar keinen Platz. Also ich könnte das vielleicht auf die andere Seite machen. Aber selbst die hier passen nicht mal dahin, glaube ich. Nee, die passen hier nicht hin. Oder ich muss mir wieder ein Stückchen vorschieben, aber das finde ich auch irgendwie doof. Aber
Schön in der Sonne liegen, ne? Schön in der Sonne liegen. Du, Schnucki. Nicht essen. Nicht essen, Martin. Nicht essen, nur spielen. Schön in der Sonne liegen, meine ganzen Babys hier. Ja, also ich weiß es noch nicht so richtig. Ich würde sagen, ich räume das Ganze mal auf und dann glaube ich, weiß ich auf jeden Fall schon mal mehr. Und fertig. Ja, also irgendwie bin ich immer noch nicht so überzeugt. Ich habe es jetzt halt anders ein bisschen gemacht. Also hier sind unser Wäscheeimer. Hier ist die große Kiste, die kleine Kiste. Und hier hinten ist noch eine kleine Kiste und der Haken. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Ich finde es leider nicht so schön. Hier haben wir auch wieder unser Regal hingestellt. Aber ja, irgendwie überzeugt mich das noch nicht so ganz. Es war hier halt irgendwie perfekt. Aber ich werde auf jeden Fall jetzt noch das Bett da hinstellen und dann mal schauen. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich bin absolut nicht glücklich damit, kann man so sagen. Also es ist auf jeden Fall nichts für die Zukunft bis jetzt. Ich lasse es jetzt einfach mal 2 oder 3 Tage so und frage auf jeden Fall hier nochmal Felix, was der dazu sagt. Und dann sehen wir einfach mal. Aber ich glaube, dass es irgendwie nichts ist. Man kommt halt rein, dann ist direkt das Bett hier und dann halt der Wickeltisch. Aber irgendwie finde ich es gut, dass ich hier so viel Platz habe. Das ist wirklich sehr von Vorteil, weil das Bett halt sehr mittig stand. Das ist leider sehr ärgerlich gewesen. Wegen dem Himmel halt. Das finde ich jetzt schon besser. Aber ich bin irgendwie noch nicht so überzeugt. Aber ich möchte jetzt noch etwas mit euch ausprobieren. Und zwar einmal den Himmel sozusagen als Prinzessin-Himmel zu machen. Also ich finde es nicht schön, auch nicht schön, weil jetzt wirkt das Ganze noch sehr eingängig. Also ich kann das Bett noch ein bisschen dichter ratschen an die Wand, sehe ich gerade. So, aber irgendwie wirkt das Ganze sehr eingeengt jetzt. Also ich finde es voll schön so, weil der Himmel halt auch sehr, so groß ist und dann passt das irgendwie sehr gut, aber es wirkt irgendwie sehr eingeengt. Ja, vielleicht wenn man das hier auflässt. So, na, finde ich aber auch. Also, das ist irgendwie nicht so schön. Vielleicht beides so zur Seite. Naja, mal sehen. Könnt ihr mal schreiben, was ihr dazu haltet? Ich werde auch das, glaube ich, auf jeden Fall ein bisschen lassen. Aber dann müssen die Kleinen auf jeden Fall auch umgedreht werden. So sieht es ja nicht gut aus. Ja, also, das ist bis jetzt unser neues Babyzimmer, aber es kommt auf jeden Fall eine Roomtour. Wie es dann natürlich am Ende bleibt, ne? Dazu kommt eine Roomtour und ist natürlich noch nicht fertig. Auf jeden Fall so noch über das Babybett ein Himmel, ein Mobile. Also hier drin soll ein kleiner grauer
Traumfänger hängen und über den Wickeltisch kommt ein Wolkenmobile und hier kommt noch ein Teppich hin. Ja, das sind so die Wünsche. Hier hinten kommen noch zwei Regale rein. In diese Ecke. Und wenn das hier der Wickeltischplatz bleibt, sollen hier noch so kleine weiße Regale rein. In diese, hier unten in die Wolken. Dann kann man da nämlich auch noch was abstellen. So kleine Pflegeprodukte hier. Sowas zum Beispiel. Oder sowas. Ja. Mal sehen, was so kommt. Ich habe ja hier auch unser Möbel hängen bis jetzt. Das sieht voll zerstört aus, weil man immer das Fenster aufmacht. Aber ja, mal sehen. So sieht es erstmal aus und so werden wir es erstmal lassen. Eine Roomtour kommt und ja, dann würden wir uns verabschieden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr könnt gerne, wie gesagt, eure Meinung in die Kommentare schreiben und dann bis zum nächsten Mal.